Ja, bei meinem heutigen Live-Talk habe ich eine ja, sehr spannende Person, wie ich finde, zu Gast, die ganz viele unterschiedliche Aspekte abdeckt, politischer Felder und Lebenserfahrungen, die mir auch wichtig sind. Von daher fiel es mir wirklich schwer im Vorfeld zu sagen, so auf welche Themen will ich mich denn eigentlich konzentrieren, was wollen wir intensiver beleuchten. Dazu kommt, dass mein Gesprächsgast auch noch als Parteivorsitzende eher quasi zu allen Themen sprechfähig ist. Und von daher wäre fast alles möglich gewesen. Ich bin sehr, sehr froh, dass sich Saskia Esten die Zeit nimmt, heute hier mit mir über drei Schwerpunktthemen zu sprechen. Einmal Digitalisierung, sozialer Aufstieg und vor allem auch Demokratie und Zusammenhalt waren unsere Ausgangsthemen. Da bietet sich biografisch einiges an, aber auch natürlich, was so die Schwerpunkte in der politischen Arbeit angeht. Und es ist etwas, was, glaube ich, für unsere Gesellschaft in Zukunft relevant ist, was uns heute schon sehr beschäftigt. Aber natürlich werden wir auch die aktuellen Ereignisse nicht außen vor lassen und damit dann auch gleich einsteigen. Zuvor will ich aber erstmal ein herzliches Dankeschön und herzliches Willkommen, an Saskia Esten, richten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit mir zu sprechen. Und Grüß dich, Dejan. Ich bin auch sehr froh, da zu sein. vielen Dank. Das soll ein Gespräch zwischen uns beiden sein, aber nicht nur, sondern diejenigen, die uns zuschauen und irgendwelche Fragen haben, die sie schon immer beschäftigt haben, die sie an Saskia richten möchten, sind herzlich eingeladen, dies zu tun über den Chat bei Facebook, in der Kommentarfunktion. Nutzt die Gelegenheit und wir werden versuchen, das in unser Gespräch hier mit einzubauen. Davor will ich aber ein paar biografische Daten sagen. Wer ist denn eigentlich Saskia Esten? Viele kennen sie sicherlich medial sehr präsent, auch auf Twitter. Wer ihr da folgt, kriegt sehr viel mit aus dem Alltag eines politisch aktiven Menschen mit Verantwortung. Aber das war ja natürlich nicht immer so. 1961 in Stuttgart geboren, dann mit verschiedenen Tätigkeiten in der Gastronomie als Fahrerin oder Schreibkraft zuerst begonnen, dann duale Ausbildung zur staatlich geprüften Informatikerin und Softwareentwicklerin. Das ist sicherlich auch schon mal als Frau sicherlich keine Selbstverständlichkeit gewesen. Dann seit 1900, Quatsch, seit 2013 im Deutschen Bundestag und seit 2019 zusammen mit Norbert Walter-Borjans die Parteivorsitzende der SPD. Und das erste Mal als ja, Doppelspitze nach einem internen Wahlkampf und mit verschiedenen Wahlgängen und so. Aber das muss und wird nicht unser Thema sein, sondern was dich politisch umtreibt. Und dazu gehört auch, dass du dich sehr stark in der Elternvertretung engagiert hast. Du hast drei Kinder und da dann entsprechend schon früh aktiv warst, stellvertretende Landesvorsitzende des Landeselternbeirates und dich auch gegen rechts engagiert hast, weil in Calw die Landesgeschäftsstelle der NPD damals mal angedacht war. Und das ist natürlich sicherlich etwas, was einen so ein bisschen in der politischen Biografie prägt. Saskia, wir haben, wie gesagt, die drei Themen uns überlegt, aber im Moment ist es ja so, dass wir auch natürlich sehr beeindruckt sind im negativen Sinne von den Ereignissen, die sich da jetzt, ja, Bahn gebrochen haben, Fluten, die wir für Deutschland gar nicht kannten, die Folgen, viele Tote auch. Das wird sicherlich auch den Wahlkampf irgendwie prägen und verändern. Aber vielleicht magst du mal einsteigen, wie so deine Sichtweise auf die Situation im Moment unserer Gesellschaft ist und wenn du magst, vielleicht auch gleich schon darauf eingehen, was denn Klimapolitik da schon für eine Rolle für uns haben wird.
Ja, also Wetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und auch in Bayern, in Sachsen jetzt, ist natürlich ein ganz entsetzliches Ereignis. So viele Menschen sind dem zum Opfer gefallen. Immer noch werden Menschen vermisst. Viele haben ihre Freunde, haben Familienangehörige verloren und andere Hab und Gut. Ich habe gerade mit einem Freund aus NRW geschrieben und der hat mir zurückgeschrieben, eine frühere Studienkollegin von mir ist ertrunken. Und in den betroffenen Orten sieht es aus wie zerbombt. Das ist wirklich ganz, ganz entsetzlich. Und deswegen sind wir alle auch, finde ich, auch gehalten, jetzt im Moment mal nicht schon über die Folgen dieser Ereignisse im Sinne von was folgt politisch daraus zu sprechen, sondern zunächst muss es natürlich darum gehen, dass wir den Angehörigen unser Mitgefühl aussprechen, dass wir den Menschen Hilfe zusichern. Das hat Olaf Scholz getan, der hat seinen Urlaub unterbrochen. Nicht etwa, wie viele dann natürlich zum Vorwurf machen, um Wahlkampf dort zu machen, sondern eben, um sich die Situation vor Ort auch anzuschauen, selber vor Augen zu führen und dann auch klar anzukündigen, er wird am Mittwoch im Kabinett einbringen, dass der Bund sich mit mehreren 100 Milliarden Euro an den Soforthilfen beteiligt. Die sind jetzt sehr schnell und unbürokratisch notwendig, wie gesagt, für Leute, die auf der Straße stehen und Hab und Gut verloren haben. Und dann muss natürlich auch alles, was da an öffentlicher Infrastruktur kaputt gegangen ist, Straßen, Brücken, Schulen, öffentliche Gebäude, muss wieder aufgebaut werden. Und das ist eine große Aufgabe, die auch dann nicht mit Hunderten, sondern eher mit Milliarden Euro, nicht mit Hunderten Millionen bewältigt werden muss. Da müssen wir sehen, dass wir auch als Staat dann eben solidarisch mit uns beteiligen, als Bund und möglicherweise auch alle Bundesländer. Wenn ich von alle Bundesländer rede, dann könnte tatsächlich auch schon die Frage entstehen, wäre es sinnvoll, einen Sonderfonds für solche Großwetter, Starkwetterereignisse einzurichten? Denn wir erleben eben genau, dass solche Jahrhundertereignisse, wie man früher gesagt hat, jetzt gehen die Jahrhunderte doch irgendwie schnell vorbei. Ja. Vor 14 Tagen war es bei mir im Wahlkreis, da war Besenfeld im Landkreis Freudenstadt im Morgenmagazin, weil nur durch Regen und Hagel, da ist kein Fluss über die Ufer getreten, da gibt es keinen Fluss, sind Autos komplett unter Wasser verschwunden. Solche Wassermassen sind da runtergegangen und die Oper in Stuttgart war ja auch beschädigt. Das ist vor 14 Tagen gewesen. Also es ist schon sehr, sehr heftig, wie oft jetzt solche Dinge auftreten und da eben auch sich jetzt zu wappnen im Sinne von die größeren Flutereignisse vor Jahren haben natürlich dafür gesorgt, dass wir auch Hochwasserschutz betrieben haben. Jetzt müssen wir möglicherweise auch über Extremwetterschutz nachdenken. Das wären dann Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Denn der Klimawandel, muss man ehrlicherweise sagen, wenn manche sagen, wir können den verhindern, der ist ja schon da. Das muss man ja sagen. Es ist schon wärmer und es ist im Übrigen auch schon, es kommen eben solche Dürren. Wir haben ja sehr trockene Sommer gehabt in den letzten Jahren und es kommen eben auch solche Starkwetterereignisse, die riesige Schäden verursachen und es fehlt am einen Ort am Wasser und am anderen ist es in dem Sinne zu viel. Und deswegen solche Anpassungsstrategien sind notwendig. Möglicherweise sind auch Anpassungsstrategien, auch darüber wurde heute schon debattiert. Ich will aber da jetzt nicht dem vorgreifen, aber vielleicht muss man sich um den Katastrophenschutz, muss man sich über die Meldewege nochmal unterhalten. Man hat sich ja aus dem Betrieb von Notsirenen vollkommen zurückgezogen und hat gesagt, es reicht, wenn die Leute eine App auf dem Handy haben. Das ist vielleicht nicht so eine kluge Entscheidung gewesen. Zumindest wird sie jetzt in Frage gestellt und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber du fragst natürlich auch, und das muss man auch, du fragst natürlich auch nach den Konsequenzen für den Klimaschutz und für unsere Klimapolitik. Und ganz klar, sehe ich schon, dass nicht nur die Fridays for Future-Demonstrationen und der Druck, der auch aus dem öffentlichen Protest
in den letzten Monaten gekommen ist oder in den letzten Jahren schon, sondern auch diese sehr, sehr heißen, sehr trockenen, langen Sommer haben so ein Stück weit bei der Bevölkerung und auch in der Politik zu einem schrittweisen Umdenken geführt. Vor 3 oder 4 Jahren war dieses Bewusstsein in allen Parteien, abgesehen natürlich von der AfD, für den Klimawandel noch nicht so da. Die CDU und CSU lässt es dann am Handeln mangeln. Die bremsen eben dann doch. Altmaier ist sowieso einer, der die Abwesenheit von Politik für die beste Politik hält, zumindest wenn es um Wirtschaftspolitik geht und um Energiepolitik. Und das ist natürlich ein Drama, der bremst und tut nichts. Aber insgesamt ist das Bewusstsein schon gewachsen. Und so ein Ereignis wird natürlich auch nochmal dazu führen, dass alle sich nochmal in sich gehen und sagen, könnten wir dich hier und da noch nachschärfen. Wir haben ja jetzt schon das Klimaschutzgesetz nachgeschärft wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Ich war sehr beeindruckt, dass die Bundesverfassungsrichter in unserem Grundgesetz die Nachhaltigkeit angelegt sehen. Das finde ich also großartig. Das bedeutet für mich auch, unser Grundgesetz ist eine nachhaltige Verfassung, ja, eine, die 1949 erdacht wurde und da wirklich sehr, sehr vorausschauend auch ganz vieles schon mitgedacht hat oder zumindest den Interpretationsspielraum wohl offensichtlich uns offen lässt. Und deswegen, das ist eine gute Entscheidung gewesen und wir haben ja auch unser Zukunftsprogramm dementsprechend nochmal nachgeschärft. Altmaier hat jetzt seine eigene Stromlüge entdeckt. Er hat festgestellt, dass er bisher den Bedarf an erneuerbaren Energien, vor allem für eine industrielle Zukunft mit klimaneutraler Produktion, vollkommen unterschätzt hat, bei weitem unterschätzt hat und dass hier massiv ausgebaut werden muss. So viel ist auf jeden Fall mal klar. Der Kohleausstieg ist beschlossen. Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass die Gesetze, die dort gemacht worden sind und auch die Verträge, die dort gemacht worden sind, uns die Möglichkeit eröffnen, früher auszusteigen. Da kommt es hauptsächlich auf die Strukturhilfen an und auf die Unterstützung der Regionen, die da betroffen sind. Ich glaube, dass manche vielleicht den Klimawandel schon auf dem Schirm hatten, aber die wenigsten für sich akzeptiert haben, dass das auch uns betreffen könnte. Das war irgendwie so ein Thema, Afrika, ich weiß nicht, in Asien, irgendwelche Überschwemmungen und alles sehr weit weg, aber doch nicht hier in Deutschland. Und wie du es ausgeführt hast, also nicht nur irgendwie singulär, sondern wenn man sich das anguckt, mittlerweile werden die Abstände ja immer kürzer, die Ausmaße immer heftiger. Wer jetzt noch davon spricht, dass das irgendwie nicht vorhanden ist oder nicht kommt, oder ich meine, naja, dem ist auch einfach nicht mehr zu helfen und der will sich gar nicht mit der Realität auseinandersetzen. Von daher ist das, finde ich jedenfalls, ein überdeutliches Zeichen, dass man da anders damit umgehen muss und das auch aktiv angehen muss. Ich bin ja jetzt nicht im Bundestag, jedenfalls noch nicht, und hoffe, dass sich das im September ändert, aber vielleicht eine Außenperspektive, die mich einfach wirklich aufregt, wenn Leute in Verantwortung ihren Urlaub unterbrechen, sagen sie gehen da und schauen sich das an, um einen unmittelbaren Eindruck davon zu bekommen, um abschätzen zu können, welche Hilfe notwendig ist, wo man wie was steuern kann. Und es ist einfach was anderes, ob ich mir Tagesschaubilder angucke oder ob ich mit den Verantwortlichen vor Ort spreche, gucke, wo kann man denn möglichst schnell und unbürokratisch helfen, auf was kommt es denn da vor Ort an. Dann gibt es von der einen Seite die Schelte, das ist Wahlkampf, ihr wollt nur Bilder produzieren. Wenn man da nicht hingeht, dann heißt irgendwie, man interessiert sich nicht dafür. Und ich halte das, es kommt natürlich auf die Art und Weise an, wie man das nutzt, aber wenn man da hingeht, ist das richtige Zeichen, sich einen unmittelbaren Eindruck zu machen, auch empathisch da
darauf einzugehen und nicht irgendwie feixend im Hintergrund zu lachen und was weiß ich was. Also es kommt auf den Stil an und wie man den Menschen begegnet. Von daher regen mich dann auch solche Debatten, die auf, die irgendwie das auch instrumentalisieren wollen und alles schlecht machen. Gut, also es fällt natürlich schwer, bei solchen gewichtigen Themen dann auch immer irgendwie einen geschmeidigen Übergang zu finden. Wir haben gesehen, dass wir für den Klimawandel sehr viel tun müssen. Erneuerbare Energien hast du angesprochen. Es gibt ja da schon viele Konzepte, die müssen jetzt in die Umsetzung gehen und dürfen nicht weiter verzögert werden. Und das muss man in der Deutlichkeit sagen. Das war eben bisher immer die Union, die da auch die Bremse reingehauen hat, wo es nur geht. Von daher hoffen wir, dass es auch da einen Wandel gibt. Du hast vorhin die App als Instrument zur Informierung, auch Warnung von Menschen angesprochen. Also Digitalisierung als ein Instrument. Wie wandelt sich denn eigentlich vieles? Früher hatten wir diese Sirenen, heute soll das alles per App gehen. Wir sehen an ganz vielen Stellen, dass die Digitalisierung voranschreitet, die Wirtschaft unter einen Wandeldruck setzt. Aber wir sehen natürlich auch, dass viele Menschen nicht in diesem Zuge mithalten können, weil sie vielleicht in der Schule auch gar nicht diese Ausstattung haben bei den Schülerinnen und Schülern. Homeoffice ist nicht für alle in gleicher Weise nur ein Segen. Also da gibt es ja auch viele Nachteile und wir sind vielleicht noch nicht so gut aufgestellt, wie wir das gerne wären. Du bist jetzt jemand, du hast dich schon sehr, sehr lange mit dem digitalen Wandel beschäftigt. Wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Wo haben wir denn aktuell die größten Baustellen, um als Gesellschaft einfach auch da auf einen aktuellen Stand zu kommen und die Digitalisierung auch in die Zukunft gerichtet nutzen zu können? Ja, die Frage mit der App und mit den Sirenen ist eben, also so eine Sirene ist einfach unabhängig von der Stromversorgung, insbesondere auch vom Mobilfunkempfang und von allem anderen. Die ist katastrophensicher und das war der Sinn früher mal. Man könnte ja auch mit den Kirchenglocken läuten, auch das wäre jederzeit mit allen Schwierigkeiten trotzdem möglich, aber diese App, die funktioniert eben nur für Leute, die sie erstmal überhaupt sich runtergeladen haben und sie funktioniert auch nur dann, wenn du Mobilfunkempfang hast und das ist natürlich schwierig, weil das ist ja nicht immer der Fall, ehrlicherweise in Deutschland. Damit sind wir bei einem der wichtigsten Probleme, das wir haben, um tatsächlich bei der Digitalisierung voranzuschreiten. Das ist die Versorgung mit schnellem Internet, sei es nun über Mobilfunkempfang oder sei es über Glasfaser. Sascha Lobo hat vor einigen Jahren, zwei, drei Jahren, mal kleinteilig recherchiert und uns dann vorgelegt, wie damals Helmut Schmidt in den 80er Jahren ein Konzept verlangt hat dafür, dass Deutschland mit Glasfaserkabeln versorgt wird. Und Helmut Kohl hat es dann im Regierungswechsel kassiert, weil Christian Schwarz-Schilling hieß der, glaube ich, von der Post und Kirchner von den Kabelversorgungen gesagt haben, nee, das können wir besser machen, das machen wir mit auf Kupferkabeln und Vectoring und das ist heute unser Problem. Jetzt haben wir in dieser Legislatur es endlich geschafft, diesen sogenannten Technologiemix, was nur eine Übersetzung ist für wir machen Vectoring, zu überwinden und zu sagen, wir fördern nur noch Glasfaser und das ist auch an der Zeit gewesen, aber natürlich sind wir damit sehr, sehr spät dran und es ist schon blamabel, wie schlecht wir versorgt sind im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten, die zum Teil in der Fläche viel weniger Bevölkerung haben. Trotzdem, wenn du in Schweden wandern gehst oder in Norwegen, in den entlegensten Gebieten hast du Empfang und hier kannst du in der Stadt sitzen, hast keinen Empfang und das ist schon peinlich, ja. Und es führt natürlich auch dazu, wenn man dann wirklich darauf angewiesen ist, jetzt wie unter Corona, wo eben digitale Bildung kein,
kein nice to have mehr war, was ich schon lange finde, was es nicht sein sollte, sondern Notwendigkeit, um irgendwie Unterricht stattfinden zu lassen, nämlich Distanzlernen oder Homeschooling oder was man da immer für Begriffe für gefunden hat. Das hat natürlich viele Schülerinnen und Schüler nicht erreicht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Und da kann man alle Probleme, die wir in Deutschland mit der Digitalisierung haben, drin entdecken. Die Schülerinnen und Schüler hatten keine Endgeräte, die Schülerinnen und Schüler hatten keinen hinreichenden Mobilfunk oder im Internetanschluss zu Hause. Wenn sie WLAN hatten und gutes Internet, dann mussten sie es mit zwei Geschwistern und mit zwei Eltern teilen, die im Homeoffice waren, dann, also im Shared Medium, bist du dann ziemlich gekniffen. Wenn alle noch dazu Videos gucken, also Videokonferenzen machen, vergiss es, ja. Und das ist schon ein Riesenproblem gewesen. Aber natürlich hast du auf der anderen Seite des Kuchens auch Lehrkräfte, die nicht ausgestattet sind mit entsprechenden Geräten und die vor allem auch nicht über die Kompetenz verfügen, eben um die Sachen anzuwenden. Nicht zuletzt muss man sagen, dass die Infrastruktur nicht da ist im Sinne von Videokonferenzsoftware, die man auch wirklich guten Gewissens, was den Datenschutz anbelangt, einsetzen kann. Oder wenn sie vorhanden ist, dann fehlt die notwendige Serverausstattung, dass sie auch nicht dauernd zusammenbricht. Bitte nicht morgens zur ersten Stunde einwählen, war ein Ratschlag, den der bayerische Bildungsminister den Schülerinnen und Schülern gegeben hat. Ja, wann denn sonst? Also das ist ja eine komische Idee, Schichtunterricht wenigstens beim Einwählen, damit der Server nicht zusammenbricht. Wir haben ja dann der Digitalpakt ist ein Werk von mir, wenn man so sagen kann. Ich habe damals in meiner ersten Legislatur 2013 bis 2017 mit meinem CDU-Kollegen Sven Vollmering, der leider nicht mehr im Bundestag ist, gemeinsam einen großen Antrag und Beschluss des Bundestags herbeigeführt, wo wir umfangreich erklärt haben, was unserer Auffassung nach passieren muss, damit die digitale Bildung in Deutschland vorankommt. Und unter anderem war dort der Digitalpakt vorgesehen, also ein großes Investitionsprogramm des Bundes, das dann 2018 umgesetzt wurde, mit einer Grundgesetzänderung vorbereitet, sodass der Bund wieder die Kommunen unterstützen kann bei der Schulausstattung, zumindest im digitalen Zusammenhang. Und wir haben den Digitalpakt jetzt wegen Corona um einige Mittel aufgestockt. Anfangs lautete der über 5,5 Milliarden Euro. Jetzt sind 1,5 Milliarden noch dazugekommen. 1,5 Milliarde für Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht drin waren. 1,5 Milliarde für Endgeräte für die Lehrkräfte, die auch nicht drin waren. Und 1,5 Milliarde, das ist besonders bemerkenswert, für Personal, nämlich für AdministratorInnen, würde ich mal sagen, wer nicht sich vorstellen kann, was es sein soll, ein digitaler Hausmeister. Damit nicht weiterhin Lehrkräfte in zwei Entlastungsstunden eine ganze Schule, ein ganzes Schulnetz managen müssen, weil es einfach nicht geht. Ja. Das ging vielleicht, wenn man drei Kollegen hatte, die noch irgendwie im Netz rumturnten, aber sonst niemand. Aber wenn alle Kolleginnen und Kollegen und alle Schülerinnen und Schüler da drin sind, dann ist das ein Job für einen Profi. Und es ist auch ein Vollzeitjob, ja, und nicht was man nebenher macht. Und das sind wichtige Entwicklungen gewesen, wichtige Aufstockungen dieses Digitalpakts. Aber am Ende ist natürlich, bis das dann durchdringt durch alle Ebenen und überall auch eingesetzt werden kann, ist einiges an Zeit vergangen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben wirklich in den letzten Monaten wahnsinnig viel versäumt, nicht nur Stoff, das will ich ganz deutlich mal sagen. Da geht es nicht um Mathe und Deutsch, finde ich jedenfalls, sondern vor allem haben sie soziale Entwicklung und soziale Begegnung versäumt, in Anführungsstrichen. Und es ist wirklich auch, also für manche insbesondere, wenn sie im Übergang waren, Übergang von der Kita in die Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule oder auch in Ausbildung und Studium. So ein Studium zu beginnen, ist ja ein neuer Lebensabschnitt und man versucht, neue Freunde kennenzulernen und sich neu zu orientieren. Und jetzt machst du das alles digital. Das ist doch furchtbar. Es ist wirklich richtig schlimm. Und deswegen lege ich auch so großen Wert darauf. Und da will ich es jetzt mal be belassen, weil sonst ertrinken wir in meinem Vortrag. Da kommt es mir jetzt darauf an, dass wir alle auch wegen Corona noch ein Stück weit eine Zeit lang diszipliniert bleiben,
vorsichtig bleiben, damit Schulen im Herbst wirklich auch geöffnet werden können. Mit der entsprechenden Ausstattung, mit Maskenpflichten, allem Testpflicht, alles okay, aber bitte mit viel Präsenzunterricht, weil alles andere leider nicht funktioniert. Also man merkt, dass du da deine Leidenschaft hast für dieses Thema auch schön, wie du das nochmal dargelegt hast. Ich will das mal mit einem Beispiel aus Stuttgart konkretisieren, was du geschildert hast. Wir haben in Stuttgart ein Höchstleistungsrechenzentrum. Das ist der 18 schnellste Rechner auf der Welt, der 5 schnellste Superrechner in Europa. Wir haben in Stuttgart Unternehmen, die Oscar-prämiert kreativ tätig sind, Game of Thrones, Animationen machen. Und die brauchen enorme Rechenleistung. Und das Netz gibt es nicht her, dass die auf dieses Höchstleistungsrechenzentrum in dem Ausmaß zugreifen, wie sie das eigentlich bräuchten. Und wir hatten uns das vor einiger Zeit mal angeguckt. Da war es echt so, dass die dann ihre Daten auf Festplatten ablegen, mit der S-Bahn nach Feigen hochfahren, dort das dann rechnen lassen und wieder zurückfahren. Also das zeigt das einfach... Hat man früher mit den Kartenstapeln dazu gemacht. Ja. Also, weiß ich. Genau, aber irgendwie war in meiner Vorstellung das doch ein bisschen anders, ja. Also wenn man diese Infrastruktur benötigt, wir haben jetzt vor wenigen Wochen auch wieder so in einem Vergleich der größten deutschen Städte schneidet Stuttgart am schlechtesten ab, was die Gigabit, also die Glasfaserleitungsinfrastruktur angeht. Und da sieht man erstmal, welcher Nachholbedarf vorhanden ist. Und man könnte ja meinen, Stuttgart mit auch dieser Hochtechnologie, mit sehr, sehr großen Unternehmen sei da weiter. Dem ist leider nicht so. Also wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, weil sonst das gar nicht möglich ist, da wirtschaftlich auf der Höhe zu sein und zu bleiben, auf der man im Moment ist. Digitales... Das hat ja Gründe, wenn ich das sagen darf. Gründe, weil die Stuttgarter Stadtpolitik einfach sowas von bräsig ist. Ja, das war mit Fritz Kuhn auch nicht anders. Das sind einfach Oberbürgermeister, die eine vergleichsweise satte, reiche Großstadt regieren und die glauben, da brauche man nicht viel zu machen, da sei schon alles in Ordnung. Und das ist einfach ein Drama, dass da niemand mal jetzt auch, dass die Bevölkerung das nicht sieht und dass nicht Leute gewählt werden, die wirklich auch was wollen für diese Stadt. Wird Zeit, dass wir das ändern. Ja. Überall Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Saskia, ich habe bei deiner Vorstellung gesagt, du hast ja einen Lebenslauf, der jetzt nicht irgendwie ein Akademikerhaushalt und Studium und sofort irgendwie Bundestag oder so vorsah, sondern durchaus unterschiedliche Stationen. Mich beschäftigt das auch, weil in meinem Fall und die Sachen, die ich so mitbekommen habe, ist häufig so der Migrationshintergrund einer gewesen, der so ein bisschen selektiv gewirkt hat. Ja, ich wurde zuerst auf die Hauptschule geschickt, weil es da sicherer sei. Dann schaffe ich es auch ganz bestimmt. Und weil man weiß ja nicht, Gymnasium zu schwer. Siehe da, ich habe an der Uni studiert, habe diplomiert und habe meinen Weg gemacht. Aber bei vielen läuft das halt nicht so. Und da ist dann schon irgendwie gleich in der Biografie eine Abzweigung zu früh ausgestiegen. Und man nimmt nicht das Potenzial, das die Menschen mitbringen. Wie siehst du das denn? Haben wir auch insbesondere als SPD hier weiterhin eine Aufgabe, auch daran zu arbeiten, dass Menschen alle Chancen bekommen können, die sie mitbringen, die sie nutzen möchten? Und welche Hindernisse gibt es bisher aus deiner Sicht?
Also zunächst mal Hut ab, dass du es trotzdem geschafft hast. Das hat dich viel Kraft gekostet, den zweiten Weg zu gehen sozusagen. Da braucht man noch mal extra Kraft, und das ist eben dann sehr viel verlangt auch von Menschen. Gut, dass du es geschafft hast. Da kannst du stolz auf dich sein. Aber klar wäre es schöner gewesen. Man hätte deine Potenziale gesehen und hätte vor allem, die hat man ja vielleicht sogar gesehen, sonst hätte man nicht gesagt, ohne Unterstützung kannst du das nicht schaffen am Gymnasium. Deswegen vielleicht doch lieber vorsichtshalber die Hauptschule. Sonst hätten die ja gesagt, du hast nicht das Potenzial dazu. Das hat man ja offensichtlich gesehen, ja. Und das ist ja eine einigermaßen realistische Einschätzung, auch wenn sie schlimm ist im Ergebnis. Aber es ist eine realistische Einschätzung, dass man dass man das Gymnasium nicht bewältigen kann ohne oder kaum bewältigen kann ohne die Unterstützung von zu Hause. Und das ist ein Drama, dass in Deutschland der Bildungserfolg immer noch so sehr stark vom Elternhaus abhängt und da eben zumeist von den sozioökonomischen Bedingungen und natürlich von der Herkunft auch, was aber oft zusammenhängt, muss man ehrlicherweise sagen, ja. Die beiden Sachen. Und dann heutzutage ja auch, und das muss man noch obendrein sagen, vom Geldbeutel auch der Kommunen. Ist die Kommune gut ausgestattet finanziell? Stattet sie die Schule gut aus mit zeitgemäßen Einrichtungen und Ausstattung, oder ist sie arm? Und selbst in den unterschiedlichen Vierteln der Städte sehen die Schulen unterschiedlich aus, weil eben ja, die Frage ist, wo protestieren die Eltern am lautesten, wenn wir nicht für ordentliche Zustände sorgen. Und deswegen sowohl die unterschiedlichen Schularten als auch diese Tatsache, dass eben durch die Leistung der Eltern am Nachmittag und am Wochenende erst der Bildungserfolg geschrieben wird, brauchen wir. Um das zu beenden, brauchen wir zum einen Gemeinschaftsschulen und zum anderen Ganztagesschulen. Gemeinschaftsschulen sind ja gebundene Ganztagesschulen, was der richtige Weg ist, um eben diese Leistung aus dem Elternhaus zu nehmen. Das muss nicht im Elternhaus geleistet werden, diese Unterstützung der Kinder, sondern das soll in der Schule geleistet werden. Und dort wird es auch pädagogisch so gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler die Selbstwirksamkeit erleben und nicht, dass sie das Gefühl haben, meine Eltern haben mein Referat geschrieben. Ja, weil das ist dann auch keine, du fühlst dich damit ja nicht wohl als Schüler oder Schülerin. Und deswegen, das ist ganz wichtig. Und die Gemeinschaftsschule ist nicht etwa, wie sie oft zum Beispiel in Baden-Württemberg von ideologisch interessierter Seite verhetzt wird, ist nicht keine Einheitsschule, sondern im Gegenteil. Sie geht von der Verschiedenheit der Kinder aus, macht sich auch bereit, passend für die Kinder ein Bildungsangebot zu machen, für jedes Einzelne passend, und nicht die Kinder in Schubladen zu stecken und zu sagen, du passt in diese Schule und dann musst du da auch passen. Wenn du da nicht passt, musst du wieder gehen. Das sind alles Dinge, die für mich vom Ansatz her grundfalsch sind, und wo wir auch oft genug die Auswirkungen eben erleben. Und die Auswirkungen, die du gesagt hast, das ist eben genau so, dass schon die sprachliche Vorbereitung durch das Elternhaus oder auch die finanzielle und der Bildungshintergrund, die Kenntnis unseres Bildungssystems und all diese Dinge eben mitentscheiden darüber, ob ein Schüler Erfolg hat und eine Schülerin oder nicht. Und dagegen müssen wir auf jeden Fall alle Mittel in die Hand nehmen. Das Institut für Qualitäten der Bildung, das IQB, untersucht regelmäßig die Ergebnisse der Grundschule, des Grundschulunterrichts und stellt fest, dass die kognitive Entwicklung und die Wissensentwicklung und die Sprachentwicklung der Kinder zwischen der ersten und der vierten Klasse ist nicht etwa, da müsste ja eigentlich, da ist so eine Schere da von der Herkunft, die müsste ja eigentlich zusammengehen im Laufe dieser 4 Jahre, wenn die Schule das richtig macht. Die geht aber noch weiter auseinander. Also wenn die Kinder zu Beginn sozusagen ein Jahr Unterschiede haben, dann haben sie nachher 3 Jahre Unterschiede. Und das bedeutet einfach, dass wir benachteiligt die Kinder vom ersten Tag an im Stich lassen und ihre Chancen und Potenziale auch nicht nutzen. Das muss man ja auch. Es ist natürlich gerechtigkeitshalber eine Riesenschweinerei, aber es ist auch volkswirtschaftlich vollkommen irre, wenn wir hinschauen, wie dringend notwendig wir gute Fachkräfte und gutes Personal überall brauchen, was uns überall fehlt.
Und wir entlassen immer noch 10% jedes Jahrgangs ohne Schulabschluss. Das ist total verrückt. Stattdessen müssten wir früh, ganz früh schon investieren in diese Kinder und ihre Zukunft und ihre Perspektive, um das eben auszugleichen. Jetzt haben wir mit dem sogenannten Corona-Aufholpaket so ein bisschen 2 Milliarden Euro, jetzt der Bund hört sich immer so viel an, ne? In die Hand genommen, um zu sagen, jetzt wenigstens nach diesem Corona-Jahr soll mal irgendwie ein besonderes Augenmerk auch darauf gelegt werden, dass diese Nachteile, die jetzt entstanden sind, dass die wieder ausgeglichen werden. Aber das ist natürlich eine langfristige Aufgabe. Wir haben es jetzt für ein Jahr auch gegenüber dem Koalitionspartner durchgesetzt bekommen. Und eigentlich müssten wir es über viele Jahre tun und müssten auch wieder wegkommen von dem sogenannten Kooperationsverbot hin zu einem Kooperationsgebot, dass eben der Bund auch solidarisch sich zeigt und für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgt in ganz Deutschland, nicht nur bei der Fluthilfe, sondern eben auch bei der Bildung. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, einfach sehr, sehr kurzfristig gedacht ist. Du hast den volkswirtschaftlichen Schaden genannt. Also wenn ich jetzt nicht am Anfang investiere in eine gute Bildung, dann sind das Folgen, die ich Jahre später zigmal höher aufbringen muss, weil dann irgendwie Leute vielleicht in Arbeitslosigkeit kommen, weil es eben nicht die Fachkräfte gibt, die man benötigt. Und das ist einfach ein sehr ja, wenig in die Zukunft gerichtetes Politikmodell. Das habe ich nie verstanden, wieso sich da insbesondere die Union dagegen sträubt. Die von sich behaupten, sie könnten ja besonders gut Wirtschaft, aber das ist dann doch etwas sehr speziell, wie da Wirtschaft verstanden wird, wenn das irgendwie die Wirtschaft im eigenen Wahlkreis ist und solche Geschichten. Jetzt habe ich eine Frage aus dem Chat und nehme das gerne zum Anlass auch daran zu erinnern, wer das nutzen möchte, gerne melden. Eine Frage von Henning. Schulpolitik ist Ländersache. Wäre es vor dem Hintergrund der vielen Probleme nicht sinnvoll, die Bildungspolitik stärker zu zentralisieren? Ja, ich habe, hallo Henning, freut mich, dass du hier bist. Natürlich, ich habe ja schon gesagt, dass es notwendig ist, dass der Bund wieder die Möglichkeit bekommt zu investieren, wie damals zum Beispiel dieses IZBB-Programm von Edgar Bullmann, das die Ganztagesschule entsprechend unterstützt hat, aber eben so, wie auch jetzt die Ganztagesgrundschule unterstützt werden soll, nämlich mit Geld aus dem Bund, wo aber die Konzepte eigentlich in den Ländern gemacht werden. Und die sind dann sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich damals, wie das Geld in Baden-Württemberg eingesetzt wurde, nämlich zum Bau von Mensen. Und das Ganztagsschulkonzept, das dahinter steckte, war ja sehr dünn, weil man eigentlich in Baden-Württemberg die Ganztagesschule noch für Kibbutz gehalten hat und für Sozialismus. Ja. Und das ist heute auch noch schwierig. Auch wenn mittlerweile ganz viele Eltern natürlich aus der Kita, wo verlängerte Öffnungszeiten und Ganztag angeboten sind und wo es 3 Wochen Schließzeiten gibt, kommen die Eltern in die Grundschule und dann ist Halbtagsschule und 13 Wochen Ferien. Und dann bist du komplett aufgeschmissen. Ja. Und so ist es natürlich auch mit der digitalen Ausstattung, von der ich vorher schon gesprochen habe. Es stimmt schon auch, dass es ist mit den Bildungsplänen, also mit den Inhalten sozusagen und mit den Konzepten. Aber ich habe auch gesehen, dass die Kultusministerkonferenz anders als ich sie in den Jahren als Bildungspolitikerin auch im Landeselternbeirat wahrgenommen habe, 2015, 16, als Claudia Bogdan Präsidentin war, einen ganz großen Schub und Sprung in Richtung gemeinsames Vorgehen gemacht hat mit der Handlungsempfehlung für das Lernen in der digitalen Welt, wo die eben sehr klare gemeinsame Definitionen für den Bildungsplan, für den Einsatz von Medien und vieles anderes mehr miteinander vereinbart haben, sehr schnell,
sehr einig. Die müssen ja immer ganz einstimmig alles beschließen. Es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Britta Ernst, die diesjährige Präsidentin, hat sich das Thema genauso auf die Fahnen geschrieben, ist aber jetzt wegen Corona natürlich schwer unter, ja, das Thema ist schwer unter die Räder gekommen sozusagen, weil ich finde auch, weil Eltern jetzt und Schülerinnen und Schüler auch und Lehrkräfte missverstehen, dass das, was sie jetzt erlebt haben, digitale Bildung ist, das stimmt natürlich nicht. Das wollen wir auch in Zukunft nicht. Wir sind hier nicht in Australien und müssen die Schüler im Outback versorgen, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen schon in die Schulen kommen, aber sie sollen eben dort lernen über Medien und mit Medien mit dem Internet und mit den Daten, mit den eigenen Daten, mit anderen anderer Leute Daten, personenbezogene meine ich jetzt, aber natürlich auch mit Daten im Sinne von Potenzialen und guten Ideen, gut umzugehen, kreativ umzugehen, selbst gestalten, nicht nur konsumieren und all diese Dinge mehr. Das hat mit Distanzlernen nichts zu tun. Jetzt war das in den verschiedenen Themenbereichen schon immer wieder angeschnitten. Corona, Auswirkungen auf ganz viele Politikfelder, auf unser Leben natürlich, Gesundheit zuvorderst, aber auch vieles im Nachgang. Und nicht zuletzt auch auf unsere Demokratie, auf unsere Debattenkultur. Ich habe zwei sehr spannende Gespräche führen dürfen zum Thema Verschwörungserzählungen. Forscher, eine Forscherin, die sich damit auseinandersetzen, dargelegt haben, wie eigentlich, also welche Narrative da zugrunde liegen, dass auch sehr viele alte Ressentiments, auch Rassistisches genutzt wird und jetzt mit Corona aufgeladen wird, quasi aktualisiert wird. Und auch zu einer Vergiftung unserer öffentlichen Debatte beiträgt. Und du bist ja eine, die da kein Blatt vor den Mund nimmt, auch sehr viel einstecken muss. Zielscheibe schon heftiger Angriffe bist. Wie ist denn deine Sichtweise auf den Zustand unserer Demokratie heute? Hat Corona da zu einer Veränderung der öffentlichen Diskussion, wie wir miteinander umgehen, auch was so Respekt beispielsweise angeht, beigetragen? Und welche Ansätze wären aus deiner Sicht hilfreich, um dem zu begegnen? Also Corona ist natürlich mit all den Verunsicherungen und Ängsten, die damit verbunden sind, in Bezug auf die finanziell, ob ich jetzt meinen Job verliere oder ob ich als Selbstständiger, wann ich jemals wieder Umsatz machen werde, wann ich als Künstler wieder auftreten kann, all diese Dinge haben natürlich zu großer Verunsicherung geführt und in so einer Verunsicherung entstehen auch solche Verschwörungsmythen oder wie man es nennen soll, dass die dann sehr oft auch antisemitischen Anklang haben. Das hat man in allen möglichen Krisensituationen schon immer wieder erlebt. Das bedeutet sehr deutlich, dass wir dafür sorgen müssen, dass eben der Bodensatz, der dafür offenbar da ist, an antisemitischen Grundhaltungen und einer Distanz auch zum Judentum und zum Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland, dass wir dagegen vorgehen müssen, damit die Leute nicht mehr auf sowas verfallen. Aber dass man sich in solche komischen Erklärungsmuster flüchtet, wenn man und schädlichen Erklärungsmuster natürlich, wenn man starken Verunsicherungen ausgesetzt ist, das ist erstmal normal sozusagen. Dann würden in anderen Fällen, also QAnon zum Beispiel, diese Idee, dass sie die Mächtigen dieser Welt unter Tage sich Kinder halten, weil wir von deren Blut leben. Also da, ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, gegen solche Ideen, außer eben Krisen zu verhindern, weil
diesen Theorien auch anhängen, wenn alles gut und alles normal ist, die können wir, glaube ich, verschmerzen. Aber dass dann große Massen, wir haben ja Massendemonstrationen gehabt von Leuten, die da hinterhergelaufen sind, das ist schon sehr beunruhigend. Also das zum einen, wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass Demokratie, dass Ressentiments gegen, also gruppenbezogen menschenfeindliche Ansichten gegenüber Menschen anderer Herkunft, anderen Aussehens, fremdklingender Namen oder eben auch antisemitische Ressentiments, dass die ausgemerzt werden in dem Sinne, dass wir zu einer Gesellschaft kommen, die zusammenhält, voneinander weiß, voneinander lernt, in der Vielfalt auch ein Potenzial sieht und keine Bedrohung. Und all diese Dinge, dafür ist es notwendig, dass wir ein Demokratiefördergesetz bekommen, das tatsächlich auch, was ja jetzt von der Union im Bundestag blockiert und verhindert wurde, das tatsächlich dafür sorgt, dass all die guten Initiativen, die wir da haben, zur Demokratieförderung und zur Förderung von Bekämpfung von solchen Tendenzen, dass die auch dauerhaft finanziert werden. Die Demokratie ist eine Daueraufgabe. Das ist keine Sache, die irgendwie durch unsere Verfassung entstanden ist und jetzt können wir uns darauf ausruhen, sondern die muss immer wieder erneuert und erhalten werden. Ja, und das ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam auch leisten müssen. So, und jetzt ist aber doch diese Krisensituation nicht die erste, die sowas auslöst. Und du sprichst vom Respekt und vom Umgang miteinander. Ich habe hier gerade vorher wieder entdeckt, weil ich ganz frisch zurück nach Berlin gekommen bin, auf meinem Sofa ein Buch liegen von Axel Hacke, wie wir miteinander umgehen. Das ist vor Corona geschrieben worden. Die Vergiftung des Diskurses ist nicht in Corona entstanden, sondern das geht ja schon viel länger und der mangelnde Respekt in der Gesellschaft und auch vor allem die Entwicklung des Arbeitsmarktes weg von der Kollegialität und von dem Bewusstsein, ich organisiere mich als Arbeitnehmerin, um meine Interessen gemeinsam vertreten zu können und diese Dinge und auch Kollegialität, das sind ja Entwicklungen, die schon länger andauern und schon älter sind. Im Neoliberalismus ihren Ursprung haben. Wenn ich dran denke, du hast vorher meine Berufstätigkeiten aufgezählt. Eines ganz explizit, ich war als Paketbotin ein Jahr lang auch berufstätig und zwar bei dem einen Arbeitgeber, bei dem man das damals machen konnte, nämlich bei der Post. Und meine Kolleginnen und ich und Kollegen, ja, wir hatten ein solidarisches Miteinander, ein kollegiales Miteinander umgehen, wenn einer irgendwie zu viel Arbeit hatte oder ist sonst wie schwer, dann hat man ihm oder ihr geholfen. Das war ganz normal. Und heute konkurrieren nicht nur die Unternehmen untereinander, die jetzt in der Logistikbranche, wie man so schön sagt, da unterwegs sind, sondern die Mitarbeiter sind keine Mitarbeiter, sondern Selbstständige, Scheinselbstständige, muss man ehrlicherweise sagen, und die konkurrieren gegeneinander. Wie können die Kollegen sein und Kolleginnen, die solidarisch miteinander umgehen? Geht gar nicht. Ich denke an den Arbeitskampf jetzt sozusagen bei Gorillas. Das sind ja auch Selbstständige, die sich nicht mal gegenseitig kennen dürfen, und ist bei Uber genauso, weil man die Gefahr sieht, dass die sich organisieren. Das sind Entwicklungen, die tatsächlich auch weg vom Wir und hin zum Ich geführt haben und die wir dringend wieder nicht zurückdrehen, sondern nach vorne drehen müssen, nämlich insofern, dass wir wieder für Ordnung auf dem Arbeitsmarkt sorgen. Ich hatte, das war mein erstes Gespräch, einen tollen Gast da, Betriebsrat bei Lieferando, der auch aus seiner Sicht geschildert hat, wie es dort zugeht. Da ist es nicht ganz so krass, wie du es gerade geschildert hast, dass die selbstständig sind. Aber eben dieses Kollegiale entsteht ja gar nicht, weil ich gar keine Firma, keine Betriebsstätte oder so habe, ja, sondern ich logge mich da ein, kriege meine Aufträge auf die App oder aufs Handy geschickt und fahre dann los und sehe gar nicht meine Kolleginnen und Kollegen, ja. Und da war auch so ein Punkt, der dann auch zusammen mit den Gewerkschaften, es ja diesen Wunsch gibt, auch das Betriebsverfassungsgesetz zu reformieren. Ja, das ist ja auch schon in die Jahre gekommen und hat ja diese Arbeitsmarktentwicklung gar nicht mehr
oder konnte es ja auch gar nicht regeln, weil es diese Form nicht gab. Und dieses auf Knopfdruck verfügbar, sehr schnell ja, da müssen wir aufpassen, dass das nicht zulasten derjenigen geht, die dann in diesem Bereich arbeiten, dass da auch eine Unternehmensunkultur Platz greift, die eben eine organisierte Arbeitnehmerschaft verhindern will. Weil das ist auch wieder was sehr, sehr Kurzfristiges ist. Natürlich habe ich damit vielleicht Möglichkeiten, mehr Profit zu machen oder so. Aber auch unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, die Engagement zeigen, ist ja ein Wert, der zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Wenn ich meine Mitarbeiterinnen und meinen Mitarbeiter als ersetzbar halte, wenn nicht der, dann steht der Nächste schon vor der Tür, zeigt es natürlich auch, was für ein Menschenbild dahinter steckt, ja, ich finde, dass wir uns das durchaus auch hin und wieder bewusst machen müssen, womit wir manche Bequemlichkeit einkaufen, ja, oder was wir da fördern, beziehungsweise wie man auch da aktiv werden kann, was die Politik gestalten kann und auch gestalten muss, weil sich da so, so viel geändert hat und es vielleicht eine Phase gab, als hip angesehen wurde, dass ich selbst ausbeuterisch in irgendwelchen Agenturen von morgens bis abends, am besten ohne Schlaf und alle mein ganzes Leben dort verbringe. Das mag irgendwie für eine gewisse Zeit toll sein, ja. Aber auf ein Arbeitsleben betrachtet, ist es notwendig und gut, dass wir eine Vereinigungsfreiheit haben, dass das Grundgesetz vorsieht, dass wir uns in Gewerkschaften auch organisieren dürfen, um gemeinsam eben die Interessen zu vertreten. Und da ist die SPD diejenige Partei, die das wirklich auf dem Schirm hat und angehen möchte. Absolut, absolut. Wir haben ja ein Betriebsrätemodernisierungsgesetz gegen die CDU und CSU durchgeboxt. Es ist ein weiterer Schritt, aber bei weitem nicht alles, was wir tun wollen, für eine Wirtschaftsdemokratie, wie wir sie uns vorstellen. Es muss immer wieder deutlich gesagt werden, dass das Verhindern einer Betriebsrätegründung, dass das unter Druck setzen von Leuten, die einen Betriebsrat gründen wollen, im Zweifel sogar Kündigung, dass es rechtswidrig ist, dass die Leute auch entsprechende Unterstützung haben. Und ganz klar ist, dass da das Recht auch dagegen steht. Diese Hälfte der Möglichkeit, Ordnung auf dem Arbeitsmarkt herzustellen, eben über Gewerkschaften, über Betriebsräte, ist genau der richtige Weg. Und wie du sagst, muss es eben auch modernisiert werden in Richtung Plattformökonomie und vieles andere mehr. Vor allem auch die Transformation der Unternehmen, jetzt gerade die sozial-ökologische Transformation, aber auch die digitale, muss ein Beteiligungsprojekt sein, sonst, wenn die Beschäftigten da nicht mitgenommen werden, dann das wissen kluge Unternehmen, dann gibt es Widerstände und dann funktioniert es auch nicht. Das muss gemeinsam gedacht sein und muss das Wissen und die Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch einbeziehen, wenn man klug ist. Ja. Deswegen, ich glaube, also das ist die eine Hälfte, wie wir zu mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt kommen können. Die andere Hälfte ist natürlich der Wahrheit, dass auch der Gesetzgeber entsprechende Haltelinien definieren muss, zum Beispiel einen Mindestlohn. Es ist uns ja gelungen, einen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn einzuführen in Deutschland. Der Zusammenbruch der Volkswirtschaft wurde vorhergesagt, ist dann doch nicht passiert. Trotzdem ist der Mindestlohn auch heute noch so, dass er nicht zum Leben reicht. Wer Vollzeit arbeitet und womöglich noch jemand anders mitversorgen muss, außer nur sich selbst, der muss vor Ende des Monats aufs Amt gehen und sich den Lohn aufstocken lassen, was eigentlich ein Unding ist, nicht nur eigentlich, ja, dass der Staat und wir Steuerzahler ehrlich gesagt dafür aufkommen sollen, dass andere Leute keinen anständigen Lohn bezahlen.
Arbeitgeber keinen anständigen Lohn bezahlen und deswegen muss der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden. Das hat mich damals ziemlich überrascht, ehrlich gesagt, dass Olaf Scholz der Erste war, der das in der SPD gefordert hat und damit zunächst mal allein da stand, weil wir das Gesetz ja gerade gemacht hatten, dass die Tariflohn, Mindestlohnkommission die Höhe des Mindestlohns bestimmen soll und nicht die Politik. Aber es ist natürlich auch ganz deutlich so, dass der Mut der Mindestlohnkommission sich in Grenzen hält und dass wir einfach jetzt mal dafür sorgen müssen, dass wir einmal nach oben gehen und dann können die auch wieder entsprechend der Lohnentwicklung und der Preisentwicklung und so weiter den Mindestlohn weiter hochsetzen. Genauso müssen wir eben die Frage der Befristungen rechtlich verändern, die sachgrundlose Befristung, die willkürliche Befristung soll der Vergangenheit angehören. Wir haben zurzeit im Schnitt jede 40% aller Neueinstellungen sind befristet. Bei jungen Leuten sind es sicher 60 oder 70%. Und da, ich meine, wenn du sagst, es gibt Lebensphasen, da kann man sich auch mal selbst ausbeuten. Das ist schon so. Ich habe solche Zeiten auch gehabt in der Softwareentwicklung. Aber wenn du dann Familie gründen willst und wenn du dich engagieren willst im Gemeinderat oder im Sportverein oder wo auch immer, der Kirche, dann geht es eben nicht in solchen Arbeitsverhältnissen, auch nicht in Arbeitsverhältnissen, wo ich nicht weiß, wo ich in 2 Jahren arbeite oder in einem Jahr. Also, wie kann ich mich da niederlassen? Ja? Ich kriege keine Wohnung, ich kriege keinen Kredit. Das ist einfach eine Riesenschweinerei, wie sich da unser Land auch entwickelt hat. Und das müssten wir ändern. Und da müssen wir auch gesetzlich eben entsprechende Rahmenbedingungen geben, so wie wir jetzt eine Grundrente beschlossen haben, die jetzt dieser Tage, wo die Auszahlung jetzt beginnt, und eine Mindestausbildungsvergütung, die durchaus entwicklungsfähig ist, aber mal einen Anfang gemacht. Und der Mindestlohn, so brauchen wir eben auch grundlegende gesetzliche Rahmenbedingungen für die Entgeltgleichheit in der Leiharbeit und vieles andere mehr. Sehr viele wichtige Stichpunkte und viel Arbeit. Eine Frage noch von Henning zum Abschluss. Wie kann man den Mindestlohn an der Mindestlohnkommission vorbei erhöhen? Und es gibt Aussagen, dass der Mindestlohn von 12 Euro nicht existenzsichernd sei, was natürlich die Frage des adäquaten Mindestlohns letztlich stellt. Klar, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wie kann man den Mindestlohn erhöhen, wenn es die Mindestlohnkommission gibt und sind 12 Euro quasi das Ende der Fahnenstange? Der Gesetzgeber kann sowas machen natürlich. Der muss nur das Mindestlohngesetz entsprechend anpassen und einmalig diese Sitzung vornehmen. Wenn sich eine Mehrheit des Bundestags darüber einig ist, dann geht es auch. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage der Höhe, das ist ähnlich wie damals mit den 8,50 Euro. Ich kann mich an einen Wahlkampf erinnern, 2009, den ich mitgeführt habe. Das war meine erste Kandidatur, wo wir einen Mindestlohn von 8 Euro gefordert haben. Und da sind wir von der Realität natürlich mit der Zeit eingeholt worden. Das ist ganz klar. Wie gesagt, die Mindestlohnkommission würde ja anschließend auch wieder die Anpassungen vornehmen. Dieses mindestens 12 Euro ist mittlerweile eine Formulierung, die schon viele wählen, weil man weiß, die Zeit geht da drüber. Ja. Existenzsichernd ist ein Mindestlohn von 12 Euro für einen alleine schon für die Familie nicht mehr. Das ist ganz klar. Deswegen müssen unsere Unterstützungssysteme für die Familien natürlich hinzukommen und zwar nicht so wie bisher, dass man dann 5 verschiedene Zusatzunterstützungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag und was es nicht alles gibt, Bildungs- und Teilhabepaket, alles einzeln noch dazu beantragen muss und wieder so einen Antragswust und 60 Seiten Formular ausfüllen, am liebsten in Papier, sondern dass die Sachen möglichst antragslos und automatisch ausgezahlt werden, so wie jetzt die Grundrente. Im Gegensatz zur Grundsicherung, die Grundsicherung für Ältere ist ja eine Sozialleistung und du musst aufs Amt gehen und es beantragen. Die Grundrente ist ein Anspruch gegenüber der Rentenversicherung, er wird automatisch ausbezahlt. Das ist der Unterschied und so ist eben die Kindergrundsicherung auch gedacht, dass vor allem die Familienleistungen gebündelt werden und in den allermeisten Fällen ganz automatisch ausgezahlt werden.
Saskia, eine Stunde verfliegt wie im Fluge bei dir. Wir haben Ja. ganz viele verschiedene Themen angeschnitten und du hast Stichpunkte geliefert, um noch den ganzen Abend zu diskutieren. Allein das Online-Zugangsgesetz ist eines, das sehr viel Raum lässt, wie schaffen wir denn eigentlich die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung? Was bedeutet das? Wo stehen wir heute? Und wie wird das Ganze in Zukunft laufen? Das muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Jedenfalls für heute darf ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so fach- und sachkundig auf alle Fragen eingegangen bist. Ich wünsche dir für die ja nicht so ganz leichte Arbeit als Parteivorsitzende einer so großen und vielfältigen Partei wie der SPD weiterhin viel Kraft und Erfolg. Und vor allem, und das sage ich nicht ganz uneigennützig, viel Erfolg für die Zeit nach der Wahl. Ich finde ganz persönlich, dass die Diskussion auch heute Abend gezeigt hat, dass es eine Koalition mit der Union nicht mehr geben darf. Wir haben so viele gute Sachen, die wir voranbringen wollen und werden jedes Mal ausgebremst. Irgendwann ist auch mal Schluss. Von daher arbeiten wir gemeinsam daran, dass es eine Koalition mit der SPD, mit einem Kanzler Olaf Scholz gibt, aber jedenfalls keine Koalition mit der Union. Und in diesem Sinne, Saskia, viel Erfolg und herzlichen Dank dir nochmal. Vielen Dank auch dir, Jan, für die tolle Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und wir kämpfen jetzt gemeinsam für den Kanzler Olaf Scholz und für eine progressive Regierung. Ganz klar, ist dringend notwendig. Nicht zuletzt, weil es die sogenannte Union, wie Norbert Walter-Borjans immer sagt, die sogenannte Union, die wir kennen, die wir mit Angela Merkel über die vielen Jahre kennengelernt haben, gar nicht mehr gibt und dass keiner mehr weiß, wohin die sich eigentlich entwickeln. Heute musste sich Philipp Amthor dafür, er hat sich, glaube ich, entschuldigt oder mindestens gerechtfertigt, dass er sich mit zwei Nazis, mit zwei Neonazis hat ablichten lassen. Der Hans-Georg Maaßen ist nicht der einzige problematische Fall in der CDU/CSU. Die Entwicklung ist da sehr divers und ich glaube, insgesamt muss man sagen, ideenlos, kompasslos. Und an Stellen auch anstandslos, das haben wir gemerkt in der Masken- und Korruptionsaffäre. CDU und CSU müssen auf die Oppositionsbank. Das ist unsere Aufgabe. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Und ja, auch allen, die zugeschaut haben, mitdiskutiert haben, vielen Dank. Danke euch. Und Tschüss. tschüss.